Ich glaube, Sie suchen nach wie vor einen Nachfolger für Robert Lewandowski. Ich hätte da wen. Ja, wer war das jetzt genau, bitte? Ja, der erste heißt der Philipp Hieblinger, der zweite war der Dominik Ja, war super, den haben wir die sofort, ja. Ja, Hauskirchen gibt es eh nicht her. Ja, eben, nicht? Also, weil die zwei kann ich mir eh nicht leisten und schon abgesehen von einem Pascal Röck, von dem will ich gar nicht reden, weil dann musst du ja McDonalds-Fabrik aufstehen und da haben wir keinen Platz in Dortmund. Ich meine, den kann ich mir einfach nicht leisten, so viele Chicken Nuggets kann man nicht fabrizieren, was die einen Tag ist. Ich meine, was soll ich denn nachher, nicht? Ich kann mir es nicht aus dem Hut zaubern. Ja, der Trainer tut mir eh leid. Ich meine, sie haben irgendwo ein McDonalds und muss er fahren, aber will er nicht. Aber ich meine, ich fahre auch gern, weil ich meine, ich sage gern, aber nach 35 Mal in der Woche, glaube ich, hätte ich mir ein bisschen angegessen, da brauche ich dann keinen Burger mehr und auch keine Chicken Nuggets, aber man an Pascal Röck, den ist halt, das ist, der ist halt eigen und ja, ich meine, der kostet viel Geld, ich meine, die Erhaltungskosten sind ein Wahnsinn, aber er ist ein super Kicker und ich meine, ich hätte ihn gerne.